Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind im Finchgau unterwegs, genauer gesagt St. Martin rauf. Bleibt dran, es gibt einiges zu sehen und einen guten Trail. Schöne Aussicht. Viel Apfelbäume. Und Wein. Echt? Trinkst du Wein? Geil. Niemals. Was für eine coole Burg am Wegesrand. Und darunter Finchgau-typisch Apfelplantagen. Was sonst? Für uns geht es aber gleich mal bergauf. Ich hab's euch ja gesagt, gleich geht's bergauf für uns. Schon ist es soweit. Erste richtige Tour nach der Transalp wieder. Und ich fühle mich wie, wenn ich noch nie Rad gefahren bin. Ja, bei mir auch so. Natürlich auch jetzt wieder der Umstieg auf die Enduros. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen zu lange Pause gemacht danach. Aber wir fahren mitten in der prallen Sonne hoch. Haben wir uns natürlich so ausgesucht. Haben wir auch gewusst. Aber man merkt erst immer, wie heiß es ist, wenn man wirklich unterwegs ist. Der Trail wird aber, glaube ich, richtig schön. Habe ich super in Erinnerung. Und ich denke, wir haben so 1100 Höhenmeter Uphill. Da freut sich einer. Ehrlich wollte ich euch die Felder zeigen. Die so schön. Ja. Schaut die grünen Felder. Bin ich natürlich wieder zu spät dran. Aber die kriegen wir schon noch drauf. Wachsen von unten nach oben. So, Dala, hier ist die Aussicht. Die ganzen Felder. Geht deine Kamera nicht, Petra? Ja, das ist die Neuner. Die macht tolle Bilder, aber die Hälfte der Zeit hängt sie leider. Fast wie der Besitzer. Ich muss immer schnell vorbeifahren. Nicht langsam. Dann kann die Petra mit den Aufnahmen nicht so an. Er soll ganz normal fahren. So wie immer. Aber das ist nicht so einfach. Ja, jetzt geht meine Kamera auch wieder. Akku ziehen hilft. Und die Aussicht hier ist halt so typisch Finchgau. Mit den ganzen Plantagen, Apfel und Wein, wirklich mega. 900 Höhenmeter später, wir sind schon ganz schön weit oben. Oh, heute krabbelt Nico. Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so beschissen heute. Unglaublich. Wahnsinn. Ich bin so eine Handbremse heute. Unglaublich. Ich bin schon gefahren, Feierabendrunde. Am Mittwoch, da ging es mir auch so. Das erste Mal nach der Transalp. Ist leider nicht wie während der Transalp, ist einfach ganz anders gefühlt. Aber hier ist jetzt schon wieder geiler Blick und es wird sicher ein guter Trail. Jetzt kann er es wieder kaum mehr erwarten, dass es losgeht. Ja, so wie es sein soll. Ist der Helm überhaupt schon zu? Weiß ich nicht. Ja. Schaut, passt alle auf. Yeah.
Aber schon ein schöner Weg. Schöner Weg auch. Thank you.
kein Fahrer. Bye.
29. 29 wollte ich haben. Ja, das ist wieder ein bisschen beruhigend, dass man weiß, obwohl man sich scheiße fühlt, dass es schon einigermaßen passt. Damit ging es zurück durch die Apfelbäumchen Richtung Latsch und Richtung Gondelbahn-Auto-Parkplatz. Und schaut mal, was wir dann noch machen. Nico, Shop für
Die Spaghetti am Abend. Die Wanderung, die Würzung, ja, das Böckchen ist alles selber. Ja. Ah, okay. Und jetzt natürlich der deutsche Speck und der schönste Speck. Ja. Also das ist das Saftigste. Das ist das Saftigste? Da schneiden wir gerade von dem großen Stück das mittlere raus und das ist dann dieses Stück und das sind halt die halben Stücke. Ah, perfekt. Dann nehme ich schon mal so eins. Das ist okay. Genau. Dann nehme ich einen YouTube-Kanal. Okay. Dann machen wir sie bekannt. Okay. Genau, weil das ist super. 80.000 in der Woche. 80. Wow. Da muss man sich das vorstellen, weil das ein großer Betrieb das ist. Unsere Stücke, die bleiben 6-7 Monate im Lager, bis sie fertig abgereift sind. Und die großen machen nach 3 Monaten Schluss. Aha. Wird sie eingefroren. Okay. Und da ist wichtiger, jeder Gramm, was da Gewichtsverlust wäre, ist natürlich ein Haufen Geld. Ja, ja. Bei 80.000 in der Woche. Und ihr macht 30.000 im Jahr? Und wir machen 30.000 im Jahr. Da hinten haben wir jetzt hängen, das was ich jetzt gekauft habe. Das ist sowieso noch ein bisschen älter, sonst die hinten die großen, die sind praktisch die 50. Woche von 2020. Dann, wenn wir das jetzt das Jahr fast fertig, jetzt haben wir aber schon das 7. Monat, dann sind es locker 6,5 bis 7 Monate, was da hängt. Ja. Das ist optimal, ja. So soll es sein. Und wer jetzt Hunger bekommen hat, wir sind quasi gegenüber von der Talstation St. Martin Gondel. Ich zeige es euch gleich noch von außen. Mega Speck, ich freue mich auf die Schinken ja, auf heute Abend. Also das ist ja sowieso ein toller Artikel, der ist fantastisch. Super. Und der ist passend dazu. Passend dazu. Das ist ein bisschen langweilig, sonst ist es Vernatschtraube. Genau, Vernatschtraube, das war mir nicht. Süffel können Sie auch noch Kühler trinken. Wird im Sommer sehr, super. Sehr Nico hat schon die ganze Aufwand nur noch vom Speck geredet. Leicht und nicht kräftig. Also ich habe alles, was ich jetzt brauche. Also keine Sorge, nicht gesponsert, aber Nico hat Riesenhunger, wie es ausschaut. Deswegen hat er ordentlich eingekauft für 46 Euro noch was. Und hier ist die Gondelbahn und hier sind wir eben gerade drin gewesen. Jetzt geht es dann für uns noch weiter an den See, also bleibt noch kurz dran, sage ich euch natürlich auch noch. Das ist echt verrückt, wenn dieser schöne Mann Hunger hat, dann ist er so schnell, da komme ich nicht hinterher. Und ich bin wirklich nicht langsam, traue ich mir behaupten. Aber jetzt, Hunger. Jetzt wuselt er wieder wie so ein Irrer und dein Radl ist schon drauf. Wo ist dein Rad? Her damit, Wahnsinn, Wahnsinn, ich habe Angst. Schaut mal, wen wir jetzt wieder getroffen haben. Morgen geht es gemeinsam auf Tour. Gute Tour, habe ich gehört. Ja, und die Aussicht ist auch tip top. Fast wie aus dem Bilderbuch. Damit geht es für uns noch ab in den See und dann wird gejausnet, so wie es ausschaut. Nüdelchen mit Speck gibt's, habe ich gehört. Ja, habe ich das gesagt? Ja. Kaufe ich dann, oder? Auch schon eingekauft dafür. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir müssen jetzt dringend waschen und dann essen, weil so viel Hunger. Mhm. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.